Guten Tag. Ich möchte gerne mein Auto reparieren. Jawohl. Wir machen Ihren Auftrag. Das wird am Schluss dann ca. 500 Euro kosten. Okay, ich komme morgen wieder. Okay. Ich mache bis dann das ganze Auftrag fertig. Was muss ich jetzt machen? Also ich nicht verstehen. Irgendwas muss ich doch machen hier. Ich glaube, ich muss hier am PC ein paar Teile besorgen. Aber welche Teile? Kaufen wir irgendwelche Blindteile oder? Egal, kaufen wir irgendwas. Ich weiß natürlich, Digga. Ich muss Reifen kaufen, oder? Warte, gucken wir nochmal in der Reparaturauftrag. Ersetze die Vorderbremsbeläge. Was sind denn Vorderbremsbeläge? Weiß ich doch nicht. Und dann muss noch so eine komische Überprüfung machen. Woher soll ich das denn wissen? Ich glaube, ich frage mal meinen Kollege. Hey, Kollege. Ich habe keinen Kollege. Ich bin allein. Was? Keine Arbeitskollegen, keine Arbeitskräfte. Das geht ja mal gar nicht. Ja gut, gucken wir mal in den Laptop oder Computer. Mein Gott, ist alt. Gucken wir mal rein. Ich würde mal sagen, wir gehen auf Kredit. Oh, ich kann Kredit nehmen. Ja komm, das nehme ich doch gleich. 5700. Oha, Digga, okay. Nice. Gebrauchte Ersatzteile. Sollen wir so gebrauchte Teile kaufen? Nein. Wir wollen doch für meinen Kunde schon was Gescheites kaufen, oder? Ja, ich würde sagen, keine Ahnung, wie viel ich brauche davon. Bremsbeläg. Bremsbeläg, keine Ahnung. Bremsscheibe. Bremsbeläg. Ich kaufe einfach mal blind. 1, 2, 3 und 4. Ich hoffe, die Lieferung kommt schnell an. Und wo kommt jetzt so ein Bremsbelag hin? Woher soll ich das denn wissen? Die Ausbildung hat absolut nichts gebracht. Warum mache ich so eine hässliche 3 Jahre, 4 Jahre Ausbildung, wenn ich nicht mehr weiß, was ich machen muss? Ich kann mal ein Rad austauschen. Gucken wir mal. Ich tue mal das Rad einfach weg. Das sieht irgendwie voll hässlich aus. Bremssattel. Was ist ein Bremssattel? Woher soll ich das denn wissen? Egal, machen wir den mal weg. Oh, das sind wieder so hässliche 2 Schrauben, Digga. Warum ist denn immer so viel verschrottet? Ich habe Bremsbelag gefunden. Okay, dann lass mal Bremsbelag abschrauben. Da brauche ich 2 Stück davon. Machen wir mal. Und wo kommen die nochmal hin? Ich glaube hier, oder? Hier kommt die da irgendwo hin. Nee, das war auf der Seite. Jetzt hier. Okay. Ey, das sind alle 100%. Na, wir haben mal 2 drauf. Ich glaube, ich muss noch eine Überprüfung machen. Ich weiß noch nicht, welches Teil. Komm, überprüfen wir das mal. Das hat ja 100%. Hä, nein. Was war Bremsscheibe? Muss ich doch gerade überprüfen. Okay, komm, überprüfen wir das mal. 60%, also muss ich nie austauschen. Scheiß drauf. Ist doch sein Problem, wenn das Auto zusammenfällt. Nicht mein Problem. Ich muss das nochmal reinschrauben. Bremssattel, Digga. Wofür braucht man den Scheiß? Alles nur Arbeit. Hier mal noch den Reifen dran. Fertig mit dem Auftrag. Ja, jetzt hat Engel fertig. Komm, abstimmen. Ersetze die Vorderbremsbeläge. Was? Vorderbremsbeläge habe ich doch. Da steht nicht mal sein Name drauf. Umfährt. Ich glaube, ich muss noch auf der anderen Seite das machen. Natürlich, Digga. Aber eigentlich müssen das auf 4 Seiten sein, oder? Ah, tun wir den auch noch reparieren.
So, dann tun wir wieder. Hä, warum ist das jetzt auf der anderen Seite? Das war doch da vorne, oder? Oder hier? Hä? Diese Logik, egal, machen wir das hier. Wir tun einfach wieder so zusammenschauen, wie es war. Wenn es Fehler habt, das ist doch nicht mein Problem. Das ist sein Problem. Wenn ein Unfall baut. Tun wir nochmal hier wieder hin. So, tun wir das wieder hinschrauben. So, ich würde sagen, wir rufen den Kunden mal an, das Auto ist fertig. Und dann... Ich glaube, das will mich ficken. Was habe ich denn jetzt schon wieder vergessen? Mein Gott, Digga, das gibt's doch nicht. Alles muss ich immer neu machen. Sollen die doch mal das selber machen? Warum muss ich denn für die da alles direkt mal die Dreckarbeit machen? Dafür kriege ich nur 500. Das ist so lächerlich. Dann überprüfen wir halt die Scheiße auch noch. Ist da alles in Ordnung. Warum immer so viel aufregen? Sollte das nächste Mal selber prüfen. So. Ja gut, dann rufe ich mal kurz den Typ an. Guten Tag, hier ist die Kfz-Mechaniker Alpha Campus. Sie können dieses Auto jetzt wieder abholen. Es ist alles in Ordnung. Wir haben die Bremsbeläge repariert. Sie können ja noch 200 Euro mehr extra geben für die private Kasse ohne Steuern, oder? Dann hören wir uns gleich. Bis gleich. Ciao. So. 500 Euro bitte. Dankeschön. Hier noch der Autogramm.